Hallo zusammen, heute testen wir mal wieder einen viralen Social-Media-Trend. Und zwar Zwiebelbomben. Und dann schauen wir mal, was wird. Was wird? Zeit, den Grill anzuschmeißen. Auf meiner nie enden wollenden Reise auf der Suche nach guten Gewürzmischungen bin ich über die Spice-Bude und Hacktastisch gestolpert. Und genau das probieren wir jetzt heute mal aus. Das Coole ist, diese viereckigen Spender kommen mit einem speziellen Deckel. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Auf der einen Seite eine etwas größere Öffnung für größere Mengen und auf der anderen Seite die obligatorischen drei Löcher. Jetzt nehmen wir 500 Gramm Rinderhack und würzen diese einmal mit einer durchaus ordentlichen Portion von unserem Hacktastisch-Gewürz. Die genauen Mengenangaben für das heutige Rezept sowie den Link zur Spice-Bude findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dieses Rezept ist auf jeden Fall wieder etwas für Tierliebhaber, denn Hack kneten ist wie Tiere streicheln, nur später. So viel sei auf jeden Fall vorweg gesagt, diese Menge Hackfleisch war auf jeden Fall für meine Zwiebelidee deutlich zu viel. Da hätte es die Hälfte, wenn nicht sogar ein Drittel, auf jeden Fall auch getan. Das Rezept ist, wie eingangs erwähnt, etwas, was aktuell sehr oft auf meinen Social Media Timelines und Seiten auftaucht. Und das ist ja manchmal Grund genug, etwas auszuprobieren. Wenn wir dann eine Zwiebel geschält haben, ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite komplett die Wurzel rausschneiden und dann schneiden wir diese einmal bis zur Mitte ein. Wichtig ist, nicht durchschneiden, sondern einfach nur so einschneiden. Nun benötigen wir einen Topf mit Wasser, das wir zum Kochen bringen. Das Wasser kann ruhig leicht gesalzen sein. Für mich bedeutet das in dem Fall in der Regel, dass ich hier mein Induktionskochfeld nehme, den gusseisernen Topf von Scottsberg drauf setze, das Wasser zum Kochen bringe, etwas salze und dann die Zwiebel hineingebe. Dann köchelt das Ganze mit so leicht offenem Deckel für ca. 20 Minuten. Jetzt nehmen wir die Zwiebel heraus und als erstes kann ich euch den Rat geben, das muss man erstmal abkühlen lassen. Jetzt kann man der Reihe nach die einzelnen Schichten der Zwiebel entnehmen oder ablösen. Das funktioniert auf jeden Fall tadellos. Ich bin nur einem kleinen Irrglauben aufgesessen, denn ich dachte, dass man aus so einer Zwiebel deutlich mehr Teile rausnehmen kann, als es mir am Ende hier gelungen ist. Deshalb auf jeden Fall könnte man jetzt auf der einen Seite sagen, die Hackfleischmenge war zu groß für eine Zwiebel. Andererseits muss man vielleicht auch einfach zwei oder drei Zwiebeln nach gleicher Logik mit in den Topf schmeißen. Auf jeden Fall werden im nächsten Schritt diese Zwiebelteile dann mit etwa einem Esslöffel großem Stück Hackfleisch gefüllt und wieder zusammengerollt. Das funktioniert tadellos und bleibt auch wirklich komplett zusammen. Jetzt muss das Ganze natürlich nochmal gegart werden, weil das Hackfleisch ist ja noch roh. Also nehme ich mir hier nochmal eine Pfanne, setze meine vier Zwiebelbomben dort hinein, baue das wieder um auf mein Induktionskochfeld und lasse diese dann mit etwas Hühnerfond zusammen für ca. 20 Minuten bei mittlerer Temperatur köcheln, so dass das Wasser so gerade so ein bisschen köchelt. Natürlich würde sich jetzt zum Beispiel auch anbieten, diese Zwiebelbomben auf dem Smoker zuzubereiten. Danach könnte man sie vielleicht noch mit Barbecue-Soße glasieren, das wäre eine Variante. Oder aber, noch viel geiler, man wickelt die in Bacon ein, haut die dann nochmal auf den Smoker und glasiert sie dann nochmal mit Barbecue-Soße. Sowas ähnliches habe ich bestimmt vor 8 oder 9 Jahren in einem Video schon mal gemacht. Aber diese Ideen kommen halt als Wellenbewegung über Social Media in veränderter Form immer mal wieder. Ich habe auch Varianten gesehen, da wurde nur einfach Wasser genommen mit etwas Tomatenmark und ein paar Gewürzen zusammengemischt und danach wurden die Zwiebelbomben darin quasi gekocht. Ich persönlich finde halt die Variante von einem Fleischfond viel, viel besser, weil man danach ein viel, viel intensiveres Fleischaroma hat. Aber das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Jetzt kann das Ganze auf jeden Fall eigentlich auch schon serviert werden. Man nimmt die einfach aus dem Sud heraus und kann sie dann servieren. Sieht erstmal ziemlich langweilig aus. Man muss sagen, dass es trotzdem geschmacklich immer noch sehr, sehr gut ist. Man kann das natürlich, wenn man möchte, einmal schneiden oder man kann einfach diese kleinen Zwiebelbomben als einen Haps in den Mund nehmen. Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch probieren. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, wäre das cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Wenn ihr auf die Kombination von Zwiebeln und Fleisch steht, werde ich euch gleich noch ein passendes Video hier verlinken. Würde mich freuen, wenn ihr das mal anschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.